Phänomene. Ein Musikprojekt zwischen Gut und Böse, Licht und Schatten, Gott und dem Teufel. Sie vereinen die größten Gegensätze der Musikgeschichte und bauen eine Brücke zwischen moderner Technomusik und gregorianischem Monumentalgesang. Ins Leben gerufen von zwei Männern, welche es schafften, die bekanntesten deutschen Schauspielerstimmen für ihr Projekt zu gewinnen. Das ist ihre Geschichte. Ein Jahrtausend geht zu Ende, doch die Zeit von Phänomene hat soeben begonnen. Christian Weller und Friedrich Kraner, bekannt unter ihren Künstlernamen Chris Tentum und Sir Fritz, gründeten 1999 dieses Musikprojekt. In über 6 Jahren veröffentlichten die beiden 58 verschiedene Lieder. Dabei verfolgten sie stets ein identisches Muster bei der Textwahl und dem Soundtrack. So werden religiöse und sagenhafte Inhalte kombiniert mit einem technischen Remix, der zumeist auch Klänge des gregorianischen Gesangs aufweist. Eine große Besonderheit von Phänomene ist die Auswahl der Sänger der einzelnen Lieder. Hier leihen nicht Christian Weller und Friedrich Kraner ihre Stimmen für den Liedgesang, sondern die deutschen Synchronsprecher der größten Hollywood-Stars. Dadurch bekommen die Lieder einen noch monumentaleren Klang und die Synchronsprecher erhalten die Ehrung, welche ihnen meistens hinter den Starallüren der Schauspielern versagt bleibt. Der Sprecher mit den meisten Liedern für Phänomene war Christian Brückner. Dieser lieh auch den Schauspielern Robert De Niro und Gary Oldman seine Stimme. Zu den bekanntesten Liedern gehören wohl Vater Unser, Deine Welt und Draculas Bluthochzeit. Dracula bittet zum Fest des Blutes. Es ist Bluthochzeit. Auch Otto Mellies, der Synchronsprecher von Christopher Lee, nahm mehrere Lieder für Phänomene auf. So auch den Song Der Prophet. Ich bin der Prophet. Doch steht Phänomene nicht nur für apokalyptische Klänge, so werden in einigen Liedern auch immer wieder fantastische und wunderbare Welten besungen. So zum Beispiel auch der fiktive Ort Anderwelt in dem gleichnamigen Lied. Und wenn der Nebel sich verdichtet und das Meer in Stürmen wankt, haben wenige es doch gesichtet. Anderwelt, gelobtes Land. Über 58 Liedern und einigen Live-Auftritten war für das Musikprojekt Phänomene im Jahr 2005 die Zeit vorbei. Christian Weller und Friedrich Kraner beendeten zwar die Arbeit an Phänomene, jedoch produzierten sie zusammen unter dem Projektnamen Schlafes Bruder weiter Musik. 2013 veröffentlichten die beiden Künstler dazu auch ein komplettes Album, welches bei dem Großteil der Lieder jedoch vom Stile Phänomenes abwich. Die beiden fokussierten sich zunehmend auf Metal-Musik und weniger auf die religiösen Klänge ihres einstigen Projektes. Seit einigen Jahren ist es nun auch um Schlafes Bruder still geworden, wodurch davon auszugehen ist, dass die beiden keine neuen Musikstücke in Zukunft mehr rausbringen werden. Doch nun bin ich gespannt, wie eure Meinung zu Phänomene ist. Gefällt euch die Musik und würdet ihr euch wünschen, dass Weller und Kraner
wieder zu ihren Ursprüngen zurückfinden würden. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich bin auf eure Meinung sehr gespannt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich ebenso sehr über ein Like freuen. Vergesst bitte auch nicht, den Kanal zu abonnieren, damit helft ihr mir wirklich sehr viel weiter. Und ihr bleibt selbst informiert, sobald ich neue Videos veröffentliche. Vielen Dank.